schon gleich wieder los. Zack. Schön, 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 schön. Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Was machen wir heute? Wir machen heute, ich denke, es könnte interessant sein. Ich war letztens auf Amazon unterwegs und habe mir dann Schweißtisch. Jetzt musst du zuhören und dir sagen, ich habe mir einen Schweißtisch, einen Arbeitstisch, da steht auch Schweißtisch, für 79 Euro bestellt. Das Ding ist jetzt da, das gehen wir jetzt holen, das bauen wir auf und dann gucken wir, ob das was taugt. Auf dem Foto sah das ja okay aus, vielleicht ist es ja gut. Lass uns das zusammen rausfinden. Schweißtisch für 79 Euro. Komm mit. Hallo. Das ist es. Guck dir das mal an. Ey, 79 Euro, 79 Euro. Also wenn das Ding was taugt für 79 Euro, kannst du auch nichts verkehrt machen, ne? Lieferschein mal rausholen. Da, 79 Euro. Das ist ein Weldinger Schweißtisch. Ich meine, es gibt bestimmt der eine oder andere, der eine kleine Werkstatt hat und jetzt mal einen Schweißtisch braucht. Vielleicht ist es ja die Lösung, ja? Ich will mir das bei mir in die Garage stellen. Und wenn ich da mal schnell was machen muss. Die Frage ist natürlich, ich sehe, das ist so galvanisiert, ja. Ich weiß nicht, ob das zum Schweißen tatsächlich geeignet ist. Das will ich heute mit euch gemeinsam rausfinden und will das mit euch zusammen testen. Müssen wir gucken, wie das gleich ist beim Schweißen, ja. So. So sieht das Ganze aus, das Puzzle. Das bauen wir jetzt mal schnell zusammen. Also es ist schon mal stabiler als gedacht. Auf dem Bild hat es echt einen komischen Eindruck gemacht. Ich will mal, jetzt will ich das Ganze noch zusammenbauen. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, aber das muss ich jetzt machen. Ich meine, ihr wisst ja, wir haben ja Siegmund im Programm, ja. Da ist so eine kleine Workstation mit Zubehör, da geht schon ab 1000 Euro los, ne? Was kann man für 79 Euro bekommen? Finden wir raus. Mich interessiert der Arbeitstisch an sich. So, was ist das hier? Ich habe nicht gedacht, dass ich so viel zusammenbauen muss. Aber da müssen wir jetzt durch. Ey, für 79 Euro, ey. Also, ja, es ist schon schwer. Mhm. Also, das wird was. Das wird unser Arbeitstisch. Okay, diese Aussparungen, um wahrscheinlich mit Zwingen das festmachen zu können. Wir werden es einfach mal testen. Ist ein bisschen so gewölbt, aber das ist okay. Das ist, schätze ich mal, 2 mm, vielleicht auch 2,5. Aber ich denke, es ist 2 mm stark. Es ist galvanisiert. Ich bin gespannt, wenn ich jetzt darauf schweiße, wie lange wird das halten. Ja? Ich meine, wir werden ein Stück, ich will ihn ja nicht direkt kaputt machen, wenn wir uns das mal angucken. Jetzt bauen wir das erstmal zusammen. So, jetzt noch das hier. Also der Zusammenbau ist ein bisschen tricky. Da musst du deinen Grips einschalten, weil die Anleitung ist natürlich dürftig. Ne? Zum Beispiel, was ich jetzt hier gerade mache, ist noch nicht mal beschrieben. Und ja, manche Sachen musst du ein bisschen so, ich sag mal, ein bisschen mehr Kraft anwenden, dass du da auch das durchbekommst. Ja? Aber wir sind ja nicht blöd und kriegen alles hin. Kamera läuft. Jawohl, ich bin immer noch hoch motiviert. Auch wenn ich ja, rausfinden muss, wie der zusammengehört. Schon ein bisschen tricky. Vielleicht bin ich auch nicht falsch dran, aber du hast die Betriebsanleitung gelesen. Was stand da drin? Irgendwelche Schrauben M. Auf jeden Fall ist die Betriebsanleitung für diejenigen, die das Ding schon mal zusammengebaut haben. Da wir das noch nicht getan haben, sind wir hier schon etwas länger dran. Und ich habe schon was kaputt gemacht. Ich wollte wie immer mit Gewalt rangehen und habe so ein, sieht man das? Habe das schon abgebrochen, weil ich da wirklich ein bisschen mit zu viel Gewalt machen wollte, gemacht habe. Ja. Also, umso mehr ich ihn jetzt zusammenbaue, umso mehr gefällt mir das Ding. Das ist auch ziemlich stabil. Habe ich so nicht erwartet. Meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Und wenn mir etwas gefällt, dann sage ich das auch. Und mir gefällt das Ding. Okay, mit dem Zusammenbau, ne, wie ich schon erwähnt habe, das ist natürlich so eine Sache. Aber das findet man schnell raus, wo was hingehört. Er ist robuster und stabiler, als ich das auf den Bildern bei Amazon
erwartet habe. Weil ich habe gedacht, komm, bestellst du bei Amazon so einen billigen Schweißtisch. Ich habe wirklich Schweißtisch eingegeben, der günstigste, und dann ist der rausgekommen mit 79 Euro. Und habe mir gedacht, das wird nichts, das wird eine Lachnummer. Aber ich bin jetzt überrascht. Und der ist richtig robust. Ja, ich habe mich draufgesetzt, ne? Okay, es hat sich etwas bewegt, ja, aber wir gucken mal. Ich setze mich nochmal da drauf. So, hier ist alles festgezogen. Wieso geht's so? Das ist gleich hier runterkracht, ne? Also ich habe hier alles an. Ich glaube, dafür ist er natürlich nicht ausgelegt, ne? Dass ich jetzt mit meinen, wie viel habe ich denn jetzt so? 110 Kilo. Früher war ich stolz, wenn ich 110 Kilo hatte. Jetzt nicht mehr, weil ich jetzt meine Muskeln in Fett umgewandelt habe. Aber der ist robust. Ja, guck. Also es bewegt sich etwas, ich denke, er hat sich aber, okay, ein bisschen Spiel, aber macht einen guten Eindruck. Hier, diese Seitenteile sind auch irgendwie cool. Kannst du lösen, festmachen, damit hier wahrscheinlich deine Bauteile nicht wegfliegen. Also für 79 Euro ist das der Hammer. Mir gefällt das. So, jetzt war ja der Punkt, dass du den zusammenklappen kannst, ne? Aha. Kannst irgendwie... Ja. Hier ist ein Bild, das zieht uns. Wow. Okay. Man sollte das richtig tun, nicht so behindert, wie ich das mache. Ne? Also zurück. Der Stein hier drauf, ne? So ausgeklappt, und jetzt. Herr Romanov, Sie wollen abhauen. Bis die Kamera schon jetzt. Okay, thank you very much. Ich wünsche einen wunderschönen Feierabend. Das sage ich normalerweise nicht. Ne? Ich sage das jetzt nur, weil die Kamera an ist. Normal wünsche ich ihm das gar nicht. Ne? Er soll arbeiten. Nein, Spaß, Spaß. Alles Spaß, Jungs. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir lösen das, klappen das zusammen. Noch ein bisschen lösen. Was ich mich jetzt frage, warum das jetzt hier so ist. Ist das jetzt eine optische Geschichte? Ah, das ist nur eine optische Geschichte. Alles gut. Jetzt mache ich ihn so fest. Ja, hier habe ich hier so einen Griff. Stehen bleiben. Sagen, hier sind noch ein paar Sachen übrig. Ich vermute, die waren wichtig. Wird sich mit der Zeit herausstellen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt in die Werkstatt. Einmal außen rum und schweißen da drauf ein bisschen. Ey, was für ein geiles Wetter heute auf einmal. Ne? Richtig geiles Wetter. Deswegen habe ich heute auch gute Laune. Guck mal. Ich muss die Alos-Power auf meiner Brust wieder aufladen. Weißt du was? Wir arbeiten heute im Freien. Oha. Oha. Ich meine, das ist ja... Der Tisch ist ja quasi für den einfachen Heimwerker, für die Garage, ja, für mobilen Einsatz draußen. Und das machen wir jetzt auch draußen. Also es ist wirklich robust. Also Hut ab. Jetzt machen wir den gerade. Machen den fest. Richtig fest. Das ist fest. Wir können ihn in der Höhe verstellen, wie man sieht. Können im Winkel verstellen. So, dann mache ich Folgendes, und zwar die Seitenbleche. Ja, so macht er echt einen guten Eindruck. Machen Sie doch mal einen kleinen Porn, das hat er verdient, und ich gehe die zwingenden Material holen. Wir haben hier einen Elektrodeninverter, den tun wir mal hier hin, schließen an Strom. Ich bin natürlich fies, ne? Dass ich direkt hier mit E-Hand da drauf gehe, aber nur so finden wir es raus. Was ich gerne machen würde, ist vielleicht vorher mit Schweißdrehenspray drauf gehen, dass die Spritze dann nicht kleben bleibt. Ne? Mal ein bisschen hier. Ja, das ist gut. Das ist gut. So, so. Zwingen. Das muss, so stelle ich mir das vor, das muss so gehen. Ne? Okay, Zwingen waren jetzt nicht dabei. Sagen wir so, ich möchte das jetzt so schweißen. Ne? Ich möchte jetzt so einen Stoß schweißen.
Ja, theoretisch müsste das doch gehen, oder? Ja, die ist fest. Okay, die hat jetzt noch diese Gummi-Ummantelung, die Zwinge, aber... Ah, guck mal! Ah, guck mal! Läuft! Läuft! Maschine gehen! Elektrode an Plus. In dem Fall, was ich gleich vorhabe. Und Masse an Minus. Die mache ich, ja. Die mache ich hier dran. Weißt du was? Die mache ich hier an meinen Griff dran. So, so will ich es machen. Vielleicht machen wir einen leichten Luftspalt rein. Klar, wir gehen dann natürlich, machen die unsere Tische ein bisschen kaputt, aber dann sehen wir wirklich, was passiert. Aber ich denke, das wird schon überleben. Ja, aber eigentlich ist das nicht fair. Wenn das jetzt, wenn ich den Tisch sehr, sehr lieb habe, dann lege ich was drunter. Und momentan habe ich ihn lieb. Deswegen mache ich das so. So, ich habe hier eine 2,5er und eine 4er Elektrode, eine 3,2er. Als RC habe ich da, die möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte das hiermit schon. So, ich würde sagen, wir machen bei der, gehen wir mal runter hier auf 90 Ampere bei der 2,5er. Das reicht allemal. Und dann entjungfern wir unseren Amazon-Tisch für 79 Euro. Inklusive Versand, inklusive Steuer, alles dabei. Ich hefte das Ganze, Achtung. Upsala. Okay. Das war gut, dass ich hier abgerutscht bin. Jetzt können wir sehen, was passiert. Ich meine, okay, es hat sich minimal, aber du spürst das nicht. Es ist immer noch glatt. Ja, wir werden natürlich Macken abbekommen, aber das ist okay. Damit kann ich leben. So, die Hefter sind da. Wir machen ein bisschen richtig Schweißnetz. Na, da habe ich schon durchgebrannt, war schon ein bisschen zu heiß. Aber, weil ich da auch einen Luftspalt hatte, weil der Ding sich gelöst hat, aber das ist jetzt egal. Ich will ja den Tisch in Aktion sehen. Deswegen müssen wir da drauf ein bisschen schweißen, ein bisschen kratzen. Ja. Der Tisch ist robust. So. Noch ein Blech. Sieht eigentlich noch alles gut aus. Ja. So. So, bis jetzt für die paar Bleche, die ich jetzt mit E-Hand gemacht habe, hat sich der Tisch, muss ich ehrlich sagen, bewährt. Ne? Also kann ich ruhig und gewissens empfehlen. Der wird auch bei mir in der Werkstatt stehen, wenn ich mal draußen was machen muss. Wenn ich jetzt nicht mit Gewalt, mit Elektrode da drauf gehe, klar, brenne ich da ein Loch rein, versaue mir den Tisch, ist doch ganz klar. Aber er hält aus, was er soll. Und guck mal, hier geht die Schlacke gerade ab. Schauen wir es an. Also, schweißen geht auch noch. Ne? So, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, für 79 Euro Schweißtisch aus Amazon kann ich euch empfehlen. Wenn ihr noch ein Produkt habt, was ihr unbedingt getestet haben wollt und euch nicht sicher seid, schreibt das unten rein. Ich überlege mir das und nehme ich vielleicht den einen oder anderen Vorschlag an. So, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, ich wünsche euch was bis dahin. Ciao.